Willkommen auf dem Planeten Terra. Was ich hier mache? Na, ich morse. Ich morse interplanetarisch. Ja, ich stelle einen interplanetarischen Kontakt her. Hier. UFOs über Bierstadt. Kommen Sie vom Mars? Naja, man hat mal wieder fliegende Untertassen gesichtet. UFOs. Beweise gibt es mal wieder nicht. Aber man kann ja nicht wissen. Und jetzt sitzen in Bärstadt unheimlich viele Leute vor Fernrohren und halten Ausschau nach den Außerirdischen. Ich nicht, ich mach's anders. Ich warte nicht auf die, ich lade sie ein, ich schicke ihnen eine Botschaft. Ja. Und zwar hier mit Licht. Licht werden die ja auch sehen können, nehme ich mal an. Und Licht ist sehr schnell. Das ist in einer Sekunde auf dem Mond. Und zum Mars braucht es nur ungefähr 10 Minuten. Naja, vom Mars wären die Außerirdischen bestimmt nicht kommen, da hätten wir sie schon entdeckt. Nein, ich glaube, die kommen vom Ganymed. Das ist ein kleiner Planet, der um den Jupiter herumwurselt. Aber ziemlich weit weg. Tja, die müssten inzwischen meine Botschaft doch gekriegt haben. Aber, nee, ist noch keine Nachricht zurückgekommen. Tja, vielleicht liegt es an meinem Licht. Ist vielleicht zu schwach. Hm? Naja, Lichtstärke nimmt ja sehr schnell ab, wenn man sich weiter weg bewegt von der Lichtquelle. Nicht? Wenn man doppelt so weit weg ist, kommt nur noch ein Viertel an. Ist man 10-mal weiter weg, ist nur noch ein Hundertstel übrig dann. Und der Ganymed ist noch viel weiter weg. Tja, ich glaube, ich muss mir da ganz was anderes einfallen lassen. Ja, ich mache Schluss für heute. Morgen bei Tageslicht sieht ja alles ganz anders aus. Tja, Sonnenlicht. Ganz normales weißes Licht. Aber es ist gar nicht weiß. Im Sonnenlicht sind alle Farben vertreten. Ich kann es euch beweisen. Hier, wenn Sonnenlicht, sagen wir mal, auf dieses Glas fällt, wird es abgelenkt, gebrochen und aufgespalten in die einzelnen Farben, die da drin sind. Und jetzt liegen sie hier auf dem Papier. Alle schön nebeneinander, alle Farben des Regenbogens. Ja, sehr schön. Nur dieses gemischte Licht ist nicht das Richtige für meine interplanetarischen Kontakte. Es ist nämlich so, Licht, so kann man sich das vorstellen, besteht aus winzig kleinen Lichtteilchen, aus den Photonen. Die kommen jetzt hier raus aus dem Birnchen und wuseln jetzt in alle Richtungen davon. Ja, verschieden kräftig auch noch wegen der verschiedenen Farben. Ja, so ungeordnet kommen sie natürlich nicht weit. Und deshalb kann man natürlich hier einen Reflektor nehmen, also einen gebogenen Spiegel. Ja, das gibt dem Ganzen ja schon eine gewisse Richtung. Ne? Ja, schon besser. Aber hier am Rand, da franzt es denn doch aus. Ja? Und wenn man jetzt bedenkt, dass diese Lichtsuppe sich ja verteilen muss auf ein immer größeres Gebiet, da bleibt ja zum Schluss nicht mehr viel übrig. Nicht? Auf Ganymed wird man vielleicht nichts mehr sehen können. Ja? Nein, was ich brauche, ist ein Lichtstrahl, bei dem die Photonen wie die Soldaten einer Armee schön beisammen bleiben, in eine Richtung marschieren und das Ganze noch im Gleichschritt. Das, ja, Moment mal, ich habe da eine Idee. Ich hatte doch hier irgendwo, ja, hier müsste es sein. Nee. Mein Laser, dass ich da nicht leicht drauf gekommen bin. Ja, die gibt es ja in Rot, Grün und Blau, aber alle haben einen scharf gebündelten Lichtstrahl. Deshalb soll man da auch nicht reingucken. Ne? Ja, und dieser Lichtstrahl, der ist ja auch so scharf, weil da höchstwahrscheinlich nur die Lichtteilchen von einer Sorte unterwegs sind. Ne? In dem Fall die roten. Ja. Naja, zugegeben, für meine Zwecke ist das Ding ein bisschen mickrig. Aber ich könnte doch oben auf dem Bauwagen einen großen Laser installieren. Sozusagen eine interplanetarische Lichtsignalanlage. Ja, dann
könnte mich doch kein Marsmensch übersehen oder kein Ganymedianer. Ja, genau, das mache ich. Ich kaufe mir jetzt einen großen Laser. Fernseher, Verstärker, Audio, Video. Wo gibt's denn hier Laser? Bauelemente. Ja, vielleicht da. So, das ist Ihr Verstärker. Anschließen müssen Sie selber. Ne? Tschüss. Ja. Na, geht, Martina. Schon wieder was über UFOs drin. Mann, ey. Das ist da. Volksverdummung ist das da. Wart mal ab. Bald fragen die ersten Leute hier nach Kurzwellenradios für UFO-Frequenzen. Oder nach CDs mit Sparkurs für Außerirdische oder so. Entschuldigung. Wofür? Sagen Sie, wo haben Sie hier Laser? Laser? Ach so, Sie meinen diese kleinen Lämpchen, diese Zeigedinger. Auf dem Wühltisch, im Erdgeschoss, als Schlüsselanhänger. Nein, die meine ich nicht. Ich brauche etwas Stärkeres. Laser kann man ja auch für andere Sachen benutzen. Ich sage nur, Strahlenkanonen, Lichtschwerter. Also was Größeres eben. Siehst du, Tina, geht schon los. Ich will Ihnen mal was sagen. Das ist hier ein anständiger Elektrofachmarkt. Wir haben keine Waffen für Krieg der Sterne. Ja, sehe ich aber nicht so. Sie hat ja schon eine Laserpistole in der Hand. Was? Ja, das ist eine Lichtkanone. Schießt Laserstrahlen auf diese Strichmuster. Unterscheidet in Bruchteilen von Sekunden hell und dunkel. Und weiß dann, das ist das und das und kostet 3,60 Euro. Im Flughafen hat das Gepäck auch so einen Barcode. Da darf sich der Laserstrahl allerdings nicht verlesen. Sonst landet dieser Koffer am Nordpol. Im Supermarkt sitzt ein besonders findiger Laserstrahl und erkennt jede Ware, egal wie man sie drüber schiebt, in einer Tausendstel Sekunde. Wir sind von Laserstrahlen schon längst umgeben. Im CD-Spieler sitzen sie und im Computer. Dort holen sie sich Daten und Musik von der Scheibe. Und was ist da drauf? Rillen? Nee, wieder so ein Muster. Punkte und Striche. Mit bloßem Auge ist das nicht zu sehen. Mikroskopisch kleine Digitalbuchstaben sind das. Und nur der scharfe Laserstrahl kann sie in dieser wahnwitzigen Geschwindigkeit abtasten. Da kommt er her. Im CD-Laufwerk sitzt eine Laserlichtquelle und dieses Licht hat's in sich. Man kann es nämlich auch verschicken, über Glasfaserkabel, um die ganze Welt. Und es kann helfen, winzige Mikrochips herzustellen, die man ja wiederum braucht für die globale Vernetzung. Ich aber brauche einen Laser für UFOs. Tja, der Elektroladen war wohl nicht ganz das Richtige. Wir sind zwar von Lasern umgeben, aber ich brauche speziell was Großes für meine Außerirdischen. Das findet man nicht an allen Ecken, aber vielleicht hier. Institut für Lasertechnik. Na, die entwickeln doch sowas. Da finde ich sicher was Passendes. Das ist ja interessant. In der Weltraumforschung arbeiten Sie. Ja, interplanetarische Kommunikation, um genau zu sein. Mhm. Und dafür brauche ich dringend einen starken Laser. Ah ja, an was haben Sie denn gedacht? Festkörper- oder Gaslaser? Wie Gas? Ich meine, also... Ich sehe schon, das ist nicht so Ihr Spezialgebiet, was? Dann fange ich mal ganz von vorne an. Es gibt auf der Erde verschiedene Stoffe, die leuchten, wenn man ihnen Energie zuführt. Feste Stoffe, flüssige oder gasförmige. Das Gas in dieser Kugel zum Beispiel ist so ein Stoff. Es ist reines Neon. Neongas? Ja, wie kriegen Sie denn da Energie hinein? Das hat ja keinen Stecker. Muss auch nicht. Energie kann man auch drahtlos übertragen. Ach so, wie beim Würstchen. Ja, bitte. Ja. Die Mikrowelle liefert jetzt die Energie und das Gas will die Energie wieder loswerden und schickt jetzt Photonen aus, Lichtteilchen, ja? Sogar ein einfarbiges Licht. Ja, wie beim Laser. Jetzt müsste nur noch so ein Strahl draus werden, ne? Stimmt. Zum Laser fehlt noch das gewisse Etwas, die Verstärkung. Na gut, basteln wir uns mal einen Laser. Wir nehmen zwei Spiegel, rechts und links die runden Scheiben. Und in die Mitte kommt ein Material, das Lichtteilchen aussenden kann. Sagen wir mal Galliumarsenid. Das ist ein Halbleiter, ein Kristallgefüge. Und dem heizen wir jetzt mal ein. Wir schicken Energie hinein. Entweder durch Strom oder durch Strahlen, wie in der Mikrowelle. Und jetzt ist in diesen Klötzchen der Teufel los.
Die Atome darin wollen die hineingepumpte Energie wieder loswerden und senden deshalb Photonen aus, Lichtteilchen. Die wuseln nun herum und schlagen aus anderen Atomen auch noch Photonen heraus. Immer paarweise fliegen die dann in der gleichen Richtung weiter. Kommen allerdings nicht allzu weit, denn rechts und links sind ja die Spiegel und die schicken sie wieder zurück. Immer mehr Photonen flitzen jetzt auf gleichen Bahnen hin und her. Ständig kommen auch noch neue dazu. Jetzt wird's doch langsam zu eng. Ein Stau wird's geben. Oder Karambolagen. Gibt's aber nicht, denn Gott sei Dank, der rechte Spiegel ist etwas durchlässig. Das Photonengefängnis hat Löcher. Innen tobt der Bär. Die Atome senden immer mehr Photonen aus, weil ja weiter Energie von außen kommt. Aber genauso viel Lichtteilchen flutschen jetzt durch die Löcher im Spiegel rechts nach außen. Und da haben wir sie, eine Armee von Photonen. Alle marschieren im Gleichschritt. Ein scharf gebündelter Lichtstrahl und weil wir Galliumarsenid genommen haben, in wunderschönem Rot. Ah, ich verstehe. Ja, ne, mit diesen Spiegeln hier und mit diesen, na, das sind wohl Lichtverstärker, da werden diese Lichtteilchen so richtig auf Kurs gebracht. Ja. Wir arbeiten an einem Laser, der als Werkzeug im Flugzeugbau eingesetzt werden soll. Aha. Ja, aber man sieht ja gar nichts. Ja. Finger weg! Natürlich sieht man nichts. Ein Laserstrahl ist unsichtbar, wie jeder Lichtstrahl. Erst wenn er auf etwas trifft, wird er sichtbar. Ah ja, ja. Ja, und diese Linse hier, die bündelt wohl das Ganze noch, nicht? Hm? Dass der Strahl noch enger wird und noch kräftiger. Wie ein Brennglas. Und so marschiert die ganze Photonenarmee auf einen winzigen Punkt zu. Aha. Und das ist die Wirkung. Hey, Wahnsinn. Da ist ein Loch drin. Ja? Ja, Sie haben eine richtige Laserkanone da. Ja, wie im Kino. Sagen Sie, entwickeln Sie hier auch diese Lichtschwerter? Lichtschwerter? Ja. Ja, Sie sind gut, Herr Lustig. Ich dachte, Sie sind Wissenschaftler. Ein Lichtstrahl hört doch nicht nach 1,5 Metern auf, wie Sie sehen. Und überhaupt, wenn sich zwei Laserstrahlen begegnen, dann knallen die nicht aufeinander wie Schwerter. Die sind sich wurscht. Hm? Ja. Ja, eigentlich schade, ne? Aber trotzdem, es sitzt doch eine Menge Energie hinter so einem Laser. Ja, da haben Sie recht. Und hier arbeitet diese Energie für uns, verkleidet als Laserstrahl. Ein Roboter schweißt, aber nicht mit Strom, sondern mit Licht. Ein Laserstrahl scharf gebündelt und computergesteuert, ja, zieht eine extrem feine Schweißnaht. Laserlicht kann noch mehr. Es kann schneiden, fräsen, bohren, schnell, präzise und schonend. In den Autofabriken arbeiten schon ganze Heerscharen von Werkzeugmaschinen mit Laser. Und natürlich auch im Flugzeugbau. Da kommt es ja erst recht auf Qualität an. Er könnte das nicht, das Licht aber kann's. Eine dünne Schweißnaht so präzise ziehen, ohne das Blech zu verbiegen. Denn nur direkt unter der Laserlinse wird es heiß. Trotzdem muss man kontrollieren, ob alle Maße stimmen. Und da hilft auch wieder der Laserstrahl. Dieses kleine Ding überprüft damit die Landeklappe eines Airbus-Flügels. Die Oberfläche wird vermessen. Und dabei geht es um Hundertstel Millimeter, um Haaresbreite. Da, sogar ein Tausendstel Millimeter misst der Laser noch. Man muss ihm nur sagen, wo. Gebohrt, gefräst und gedreht wurde bis heute mit eisernen Werkzeugen. Jetzt übernimmt das Licht. Da, wo es fein und präzise werden soll, bohrt der Laserstrahl sogar Diamanten. Bohrt 1000 Löcher pro Sekunde, graviert Computerchips und bohrt, wenn es sein muss, sogar Lochmuster in ein Haar. Klar, dass der Laser auch die mikroskopischen Musik- und Videodaten auf eine CD brennen kann. Mediziner fragten sich, warum einen Menschen operieren, wenn man mit Laser in ihn hineinschauen und mit Laser auch kurieren kann. Rotes Laserlicht wird durch dieses Endoskop in den Körper geleitet. Es genügt also ein kleiner Einschnitt und schon sieht man was. Und dann, kontrolliert im Computertomographen, kann ein Tumor, den man so entdeckt hat, auch wieder mit Laserlicht entfernt werden. Natürlich hat auch der Augenarzt etwas von der Lasertechnik.
Die Hornhaut von Kurzsichtigen zum Beispiel kann mit Laserstrahlen so präzise geschliffen werden, dass sie auch ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf sehen können. Exakt gesteuerte Laserblitze können auch die Netzhaut am Augenhintergrund reparieren und so viele Menschen vor Blindheit bewahren. Wer kennt das nicht? Die Bohrerei am Zahn. Die Vibrationen gehen durch Mark und Bein und dann dieses furchtbare Geräusch. Aber das war mal. Auch hier übernimmt der Laser. Ganz präzise nimmt ein spezieller Laserstrahl die Karies weg. Das gesunde Gewebe wird geschont, man braucht oft keine Spritze mehr und vor allem Licht ist leise. Diese Herren hier haben eine ganz besondere Anwendung für Laser entdeckt. Sie nehmen Tätowierungen weg. Ja, unter Laserlicht verkrümelt sich sozusagen die Tinte. Aber ich habe ganz andere Sorgen. Jetzt haben Sie mir immer noch nicht gesagt, Herr Lustig, wozu genau Sie eigentlich den Laser brauchen. Ja, es geht um einen interplanetarischen Kontakt. Ich möchte eine Botschaft ins All schicken mit Licht. Ach du liebes Bisschen. Jetzt weiß ich, was Sie meinen, die UFO-Geschichte. Sie suchen also einen Laser, dessen Licht man auf dem Mars noch sehen kann, richtig? Ja, fast. Ich konzentriere meine Forschung jetzt auf einen Jupitermond, auf Ganymed. Aber, Ganymed. Wie Sie meinen. Also, es gab da mal einen Versuch, 1962 war das. Da hat man einen Laserstrahl zum Mond geschickt. Der kam da auch an. Sehen Sie? Wenn auch einige Kilometer breit. Aber wie dem auch sei, unsere Apparate hier sind dafür nicht geeignet. Jeder Laser ist auf eine bestimmte Anwendung spezialisiert. Das kann er großartig, aber auch nur das. Tja, aber wo finde ich denn jetzt einen Laser für den Weltraum? Wissen Sie was? Gehen Sie doch mal ins Kino. Erst, der Professor will mich veralbern, aber er hat ja recht. In diesem Kino hier läuft vor dem Film immer eine gewaltige Lasershow. Naja, wenn die hier keinen weltraumtauglichen Laser haben, dann hat ihn keiner. Ha? Nebel? Wo kommt der her? Na, aus der Nebelkanone, höchstwahrscheinlich. Richtig, das Licht muss auf irgendwas treffen, damit man sieht. Na dann. Sowas kann, dann kann es auch eine Nachricht in den Weltraum schicken. Ich muss diese Anlage haben. Ach, wir könnten es mal halten. Ich muss nur mal eben. Ja, auf, danke schon. Entschuldigung, ja, danke. Ja. Dann geht es schon lange wieder. Guten Abend. Sie haben sich wohl verlaufen, ja? Die Toiletten sind... Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Sagen Sie, steuern Sie von hier aus die Lasershow da unten? Also wie man es nimmt, ich drücke hier auf den Knopf und die Show geht los. Aber wie im Einzelnen das funktioniert, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja, ich verstehe. Computergesteuert.
Ist ja unglaublich. In diesem kleinen Kasten sitzt diese ganze imposante Lasershow. Naja, das Licht wird über Glasfaser zu ein paar Spiegeln und Linsen transportiert und die verteilen das dann im Raum. Aber wie genau, das weiß nur der Computer. Ja. Und den könnte man doch umprogrammieren. Ich meine, ich könnte ihm doch das Morse-Alphabet beibringen. Sagen Sie, könnte ich mir die Anlage nicht mal ausleihen? Nein, ausgeschlossen. Oh. Ja, schade. Ich meine, es wäre nur für eine Nacht. Unmöglich. Ja. Tja, dann. Dann, dann wird's eben nichts mit dem Kontakt. Wie bitte? Kontakt? Ja. Mit denen hier. Ach, Sie meinen... Ja. Dann kommen Sie doch am besten nach der Spätvorstellung noch mal vorbei, ja? Gut. Danke. Endlich Kontakt. Ja, gar nicht so einfach, das Anvisieren. Jetzt ist er mir doch wieder verrutscht. Er? Ja, da muss er sein, der Jupiter. Dann kann der Ganymed nicht weit weg sein. Also, dann auf ein neues. Hier ist Peter Lustig. Willkommen auf Terra. Jetzt tippe ich schon die halbe Nacht diese Botschaft ein, aber immer noch keine Antwort. Moment mal. Was ist denn das? Das ist kein Stern. Das ist viel zu schnell. Das ist ein UFO. Kommt direkt auf mich zu. Sie kommen. Sie kommen. Ja. Eigentlich ein bisschen laut für ein UFO, nicht? Hab ich mir immer leid. Hier ist die Polizei. Polizei. Bitte schalten Sie die Lichtanlage auf. Sie stören den Flugverkehr. Ja. Ich schalte ab. Weg. Ja, die kleine Botschaft könnte ich dort noch abliefern, nicht? Oder zwei. Ja. Hier ist Peter Lustig. Ihr braucht gar nicht so zu gucken. Ihr schaltet ja auch nicht immer ab, wenn ich sage. Ne? Da siehst du. Willkommen auf